zum Ende rum. Datensprecher Bad DSC Arminia Bielefeld ist der neue Hallensprecher für Christian Schwörnemann, denn der, ich denke, das haben Sie in der Berichterstattung verfolgt, ist aufgestiegen zum Turnierleiter, zum Turnierdirektor für den Freeway Cup. Heinz-Dieter Holsing, der Turniergründer, hat sich also hier etwas zurückgezogen, tritt etwas kürzer, ist aber zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden und auch der Pokal ist erstmals der Heinz-Dieter Holsing-Pokal. Und um den geht es in dieser Sekunde. Bühnenkursauswahl gegen den FC Bayern München. Wir starten in den Freeway Cup 2017. Jules mit dem ersten Block draußen, jetzt im ersten Angriff das Ganze abgefangen. Lukas Schneller im Tor der Bayern. Hier mit dem Ball. Es wird darauf ankommen, wie gut vor allen Dingen defensiv die Münis arbeiten werden, wie die Rückwärtsbewegung aussieht, wie sie das defensiv in den Griff bekommen. Hier der erste Abschluss, aber Parade von Moritz Sander, Torwart der Münis, im Verein tätig beim SV Eidinghausen Werste. Die Bayern in einem klassischen 2-2-System. Der geklärt aber dann war. Moritz Sander mit dem Abpraller da. Wie Mühlis, und das gibt den ersten kleinen Mutmacher-Applaus. So. Wir sind natürlich an diesem Samstag absolut in der Kennenlernphase. Der Modus, alle Mannschaften kommen weiter, das bringt noch nicht die höchste Brisanz und Dramatik, aber es gibt uns die Gelegenheit, alle Mannschaften heute ausführlich vorzustellen und mal zu schauen, wo kommen die her. Und hier gibt es einen Freistoß, richtig entschieden von Schäfer. Ich habe es gesagt, der SV Eidinghausen Werste mit dem größten Block an Spielern, 6 Spieler an der Zahl. Das ist auch in der Tabelle abzulesen. Spielen in der Bezirksliga, sind da Tabellenzweiter mit 27 Punkten aus 11 Spielen und richtig gut dabei im Meisterschaftsrennen und um den Aufstieg in die Landesliga. Auch der FC Preußen-Espelkamp mit 4 Spielern den zweitgrößten Block in der Bezirksliga. Die Preußen sind Tabellenvierter mit 19 Punkten. Spielen. Es ist also überwiegend Bezirksliga-Erfahrung, nur die Dutzler und Lohr sind in der Kreisliga aktiv. So, Clemens Schuck hat nicht die Möglichkeit, an den Ball zu kommen. Er ja einer der Spieler, der im letzten Jahr schon dabei war. Und das war ein Lupfer, ein schönes Tor zum Auftakt von Denzil Matzak. Ganz gefühlvoll über Moritz Sander hinweggehoben. 2-1-0 Führung für die Bayern. Wenn das so weitergeht von der Attraktivität der Tore, dann können wir uns auf 2 tolle Tage freuen. Richtig, da war die Hand. Die Bayern sind in der Bayernliga aktiv, dort Tabellenvierter, 20 Punkte aus 11 Spielen. Haben letzte Woche eine richtig gute Visitenkarte abgegeben beim Dorit Cup in Dettelbach. Und es ist ein ähnlich attraktives U16-Turnier wie hier der Freeway Cup. Verloren dort im Finale gegen den ersten FC Köln. Das ist Gruppengegner. Wir werden also die Wiederauflage des Endspiels von letzter Woche auch noch am heutigen Nachmittag erleben. Jan Herrmann für den FC Bayern im ruhigen Aufbauspiel. Es gab jetzt in den ersten Minuten noch keinen konkreten Abschluss der Münis. Das defensiv ordentlich im Griff. Es fehlt noch so ein bisschen das Zutrauen nach vorne, aber natürlich ist die Nervosität gerade im ersten Spiel noch komplett da. Für ganz viele Spieler ist es einfach eine neue Situation hier vor wahrscheinlich schon über 2000 Zuschauern zu spielen. Die Ablage war zu kurz von Simon Kunz. Da macht er aber den Fehler wieder gut. Aber die Bayern gut im Gegenpressing. Abschluss von Jan Herrmann, aber gerade Moritz Sander mit dem Langball auf Idris Azimi. Jetzt Azimi zusammen mit Simon Kunz.
Das ist Flavius Danilic. Weg zu Bayern. Das ist bei Verlust. Das wäre fast die erste Möglichkeit da gewesen. Ich setze dich jetzt durch. Abschluss aber. Moritzander mit der Fußabwehr. Also Müdel machen das insgesamt defensiv ordentlich. Hier Ballbesitz für die Mühlis. Denn auch wie im letzten Jahr spielen wir nach Futsal-Regeln. Das heißt, der Ball wird nicht, wie das wahrscheinlich noch viele kennen, eingerollt, sondern eingekickt. Wird das nicht umgesetzt, wechselt der Ballbesitz. Wie eben gesehen. Ansonsten 4-Sekunden-Regel für die Keeper. Das heißt, noch 4 Sekunden müssen die sich vom Ball trennen. Dafür darf der Ball über die Mittellinie geworfen werden. Sollte der Torwart die Mittellinie überschreiten, ist die 4-Sekunden-Regel aufgehoben. Das war ein guter Ball jetzt. Möglichkeit und dann ist es geklärt von Lukas Schneller, aber das ist ganz unfair gegen Idris Azimi. Grätschen sind nämlich auch nicht erlaubt. Also die Jungs geben uns gerade eine gute Gelegenheit, das Regelwerk einmal komplett abzuarbeiten. Da haben wir das nämlich auch schon erledigt. Wie gesagt, sobald es zu Grätsche geht, gibt es einen Freistoß. So, Clemens Schuck jetzt am Ball. Ah, das hat so lange gedauert. Das wird jetzt gefährlich. Fabio Pudmelle hat da zu lange gezögert. Sehr gut geklärt und aufgepasst von Nick Scholz, Spieler beim FC Preußen, er ist bekannt. Die Ecke geht jetzt mal an die Mühlis. Vielleicht jetzt die Möglichkeit zum Abschluss. Aber Bayern ist auch aufmerksam. Jonas Kehl. Auch die U17 der Bayern spielt momentan ein Turnier, allerdings in etwas wärmeren Gefilden. Sie sind beim U17-Turnier in Katar dabei, messen sich dort unter anderem mit Real Madrid, mit dem AS Rom, Paris Saint-Germain. Das Ganze bei 28 Grad und Sonne. Hat dort extra ihren Schulbeauftragten mit, die jeweiligen Lehrer der Spieler, schicken Aufgaben, schicken Lerninhalte mit, die die Jungs dann in täglichen Lernphasen abarbeiten müssen. Also auch die Bildung beim FC Bayern im Konzept fest verankert und ein ganz großes Thema. Abschluss hier und dann hat Dick Scholz den Ball abgefälscht und zur Ecke geklärt. Abschluss von Denzil Batzak. Also die Bayern spielen da schon cool und entspannt runter hier. Viel Ballbesitz, viel Spielkontrolle. Wir wirken noch ein wenig gehemmt. Es ist noch nicht so das Spektakel, dass man sich vielleicht hier die Halle gleich richtig wach zu machen gewünscht hat. Aber vielleicht auch gut, kein Pulver zu verschießen, sondern
was entspannt anzufangen und dann richtig loszulegen. Trainer der Mühlenkreisauswahl ist schon das sehr altbewährte Duo Heinz Zwingmann für den Mindenkreis und Guido Meisenberg für den Kreis Lübbecke. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Gerade Zwingmann ist quasi schon zum Inventar zugehörig für dieses Turnier. Auch das ist so ein bisschen mutlos, so ein bisschen verhalten. Auch wenn sie mal einen Ballgewinn haben, der zweite Ball landet eigentlich sehr häufig beim FC Bayern. Fünf Minuten noch auf der Uhr, gut wieder quergelegt, aber gut aufgepasst von Gianluca Lavanco. Alles gut. Das ist Thilo Stallmann. Jetzt kommt den Angelo Stiller. Oh, krasser Fängmann, Hauptsitz gedreht und die Latte. Wunderbar gemacht. Gepflückt von Borut Sander. Abgefälscht und Eckball für die Müdis. Vielleicht mal die Gelegenheit, durch eine Standard hier für Torgefahr zu sorgen. Vielleicht auch den Anschlusstreffer zu erzielen. Jetzt war ein gefährlicher Abschluss. Ja, okay, der Abpraller. Immerhin, Torschuss für die Mühlis. Auch dafür sind wir dankbar in diesem ersten Spiel. Das war gut durchgesetzt von Jan Herrmann. Das hat Asimi aber auch nicht bombastisch gut verteidigt. War ein bisschen einfach. Klasse quergelegt auf engem Raum. Jan Herrmann legt ab. Für Bayerns Nummer 5, Flavius Daniljic. Das ist auch verdient. Schuss für Medici mit Schluck. Und der Ballbesitz wird wechseln. 4 Sekunden. Auch Freistöße. Das Einschießen muss innerhalb von 4 Sekunden ausgeführt werden. Passiert das, wechselt auch jeder Ballbesitz. Auch das nochmal gesehen. Futsal regeln, aber kein Futsalball. Denn da haben sich die Mannschaften ganz dagegen ausgesprochen. Es ist eine eigene Sportart, ist ja die Argumentation. Und ja, wäre das nicht gegangen, dann wäre dann die Mannschaft wohl nicht gekommen. Das war eine gute Schusschance hier. Simon Kunz prüft Lukas schneller. Eckball. Abgeschlossen von Thilo Stallmann. Auch er ist vor Eidinghausen. Wer ist der nächste Eck? Der Verlust, die Bayern wollen kontern. Das war klasse rübergespielt und der Abschluss gleich zu hoch von Benedikt Hollerbach. Mit der Chance von 14:09. 90 Sekunden noch. Also es ist ein verdienter Erfolg, auch in der Höhe für die Bayern. Die Mühlis haben das ordentlich verteidigt.
Es fehlte so der letzte Mut, der letzte Punch, auch richtig gefährlich zu werden. Das haben wir schon anders gesehen. Abschluss jetzt nochmal. Oh, und das war die Möglichkeit für Gianluca Lavanco, der da nicht mit diesem abgefälschten Ball gerechnet hat. War auch schwer. Nächste Möglichkeit. Also auch diese letzte Minute kann man ja nutzen, jetzt völlig unter Druck, sich ein bisschen frei zu spielen, ein bisschen mutig zu sein. Und da war die nächste Möglichkeit für Idris Aziz. Ja, das ist jetzt besser. Vielleicht gibt es ja auch nochmal Auftrieb für den zweiten Auftritt. Der geht dann mal eben heute Nachmittag gegen Borussia Dortmund. Also es ist auch ein schneller Auftaktprogramm für unsere Lokalmatadoren. Gegen Bayern, gegen Dortmund. Damit kann man arbeiten. Gerade für Dinge, die man jetzt sehen muss. Das ist Hatzimi. Kommt da nochmal ein Einlauf verpasst. Und lässt sich dann da natürlich wieder einfach ausspielen. Nächste Möglichkeit. Aber er hat da schon zwei, drei Schwächen im Defensivzweikampf. Kapitän der Auswahl. Auch das kann sich alles noch im Laufe des Turniers verändern und verbessern. Wie gesagt, das sind Jungs. Erstmal an Gegner und Halle gewöhnen müssen. Das war ein voller Abschluss hier. Von Phil Wenz. Nee, von Thilo Steinmann war es. Knapp vorbei. Mazzini. Wieder diesen Ball und jetzt ist Schluss. Der FC Bayern München gewinnt die Auftaktpartie gegen die Mülkers mal verdient mit 3 zu 0. Wir melden uns gleich mit der nächsten Partie Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln. Bis gleich. Und der erste FC Köln präsentiert von Lieber. Gleich geht's weiter.